Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Nichtaufnahme Terry hat diesmal was getan. Sie hat, Sekunde, sie hat Essenzen gefarmt und mit denen werden wir jetzt etwas tun. Ich muss nur schauen, wie man das überhaupt tut. Da braucht man. Sowas braucht man da. Ja, verstehe. Dann nehmen wir doch mal das Solium mit nach unten. Und dann brauche ich. Oh, ich brauche sehr viel. Oh, was brauche ich denn da alles? Oh, ich brauche ganz viel. Sekunde. Ich brauche dann so einen Dagger. Zwei. Da brauche ich dann vier und vier und zwei. Moment. Ach nee, das hat. Ich nix diese Baustelle gerade. Kopf weg, nix denken. Wir kriegen das alles hin, irgendwie. Ich brauche zwei Goldschwerter, die ich zu diesen Solium-Dagger umfunktioniere. Dann brauche ich jeweils vier Dias und vier Eisen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Die Sachen habe ich gefarmt, den mache ich gleich. Und hier ist es genauso, schätze ich mal. Jawohl. Okay. Dann gehen wir doch mal runter. Sie bekommen wieder Fell. Die Bisons bekommen wieder Fell. Ist das nicht schön? Dann brauche ich hier etwas. Ich hätte davon mehr gebraucht, merke ich gerade. Ha. Das machen wir jetzt. Das lösen wir jetzt ausnahmsweise mal eben so, weil ich nicht nochmal hochlaufen will. Das ist mir gerade zu blöd. So, ich glaube, das war jetzt richtig. Dann brauche ich die hier so. Ich glaube, ich brauche da generell nochmal ein bisschen was von diesem Solium Dust. Dann. Moment. Ich glaube. Das brauchte ich und das und dann reicht schon wieder nicht, weil ich nicht aufgepasst habe. So, davon brauche ich jetzt noch zwei. Ach ja. So teuer das Ganze, so teuer, aber es wird sich lohnen, hoffe ich. Also für den, wie heißt der? Für den Solium Dagger Hostile Attuned lohnt es sich auf jeden Fall. So, das kommt weg. Was muss ich jetzt hier machen? Wie ging das nochmal? Okay. Das und das. Und dann brauche ich die hier. Wie ihr seht, habe ich mein Solium Dagger, meinen normalen, verzaubert. Und ich dachte mir, Sharpness und Unbreaking ist recht gut. Da mache ich noch Mending drauf und dann hat sich das. Aber ich werde ihn gar nicht mehr brauchen danach. Also. Nö. Hier und hier und hier und hier. Das kommt dann hoch und das kommt hier runter. Ich glaube, wie ich es anordne, ist egal. Dann brauchen wir einen Dagger und dann funktioniert das. Das ist doch schön. Schlurp. Dann geht's hier weiter. So, so und so, so. Und dann brauche ich die hier. So. Und den Dagger. Zack. Dann hätten wir die zwei Dagger nämlich. Ich brauche nämlich noch eine, oder ich möchte noch eine Schweineessenz und eine Schafessenz des Soliums. Soll ich das herunter lassen? Ich glaube, ich lasse das jetzt mal hier. Wenn ich noch Platz habe, habe ich nicht. Aber das könnte ich. Schon ganz schön viel. Ich würde das so machen und den Stein brauche ich eigentlich im Moment nicht hier unten. Ich glaube, den packe ich hoch. Ja, so machen wir das. Die verzauber ich dann eben auch noch. Hühnchen habe ich schon. Schaf müsste ich noch machen. Ich überlege gerade, welche Essenzen noch. Also Schaf, Schwein. Ich glaube,
Von den freundlichen Möpschen gibt es dann schon gar keine Essenzen mehr. Schauen wir doch mal kurz nach. Schwein, Huhn, Kuh, Schaf. Ah, Tintenfisch, ja. Fisch, okay. Slime, ja, da. Ah, nee, die sind gemischt. Okay, Schildkröte. Die Schildkröte brauche ich eigentlich nicht. Die werde ich mir wahrscheinlich nur holen, damit ich es habe. Hase. Ja, Hase brauche ich auf jeden Fall noch. Experience-Capsule. Wäre nicht verkehrt, mir da welche zu machen und dann Erfahrungspflänzchen zu machen. Da brauche ich 4. Ich denke, die werde ich tatsächlich auch sofort machen und dann einfach mal mitschleppen, denn ich werde jetzt eh in den Nether gehen, weil ich die Blaze-Dingenskirchen natürlich haben möchte. Und da habe ich schon wieder vergessen, was ich machen will. Da brauche ich also 8 Glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ups. Alles schon aufgebraucht. Ja, das geht sehr schnell. Und dann brauchte ich, glaube ich, alles Eisen. Dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Damit ich hier wieder auffüllen kann. So. Warum brauche ich davon 8? Ach, weil es genauso viel ist, ja. Ja. Hirn. Ich bin noch nicht ganz da. Dann verzaubern wir unsere Dagger in der Hoffnung mit was Gutem. Sweeping Edge ist jetzt nicht komplett verkehrt, aber dann vielleicht lieber auf dem hier. Bitte lass auch Unbreaking drauf sein. Looting? Looting wäre... Ich meine, es ist nur Looting 2, aber es wäre Looting. Aber da ist nur das drauf, das möchte ich nicht. Da muss was Gutes drauf. Ach, jetzt habe ich... Ah, okay. Okay. Und Sharpness, ja... Ich brauche Haltbarkeit. Nee, Feuer mag ich nicht drauf haben. Ich brauche Haltbarkeit nicht unbedingt drauf, wenn ich E-Manning drauf mache. 1, 2, 3, 4. Smite. Nee. Nee, möchte ich nicht. Sharpness, ja, Sharpness. Wirklich nur Sharpness. Na gut. Es ist gekauft. Ich glaube, warum habe ich denn hier eine Kiste? Man weiß es nicht. Ich packe die mal alle nebeneinander. Weil ich könnte das eigentlich, ich könnte das unten lassen. Brauche ich das überhaupt nicht? Ich glaube, ich brauche das überhaupt nicht mehr. Ich kann das, glaube ich, komplett aussortieren. Ja, ich will das jetzt so sortiert haben. Das, ich möchte da was drin haben, aber machen wir so. Naja, egal. Hey, Fliege, geh weg. Dann. Da muss ich hier noch voll lange warten. Ich. Lege gerade. Wir schauen mal in den Nether. Die Erfahrungsdinger können wir immer noch machen. Ich bekomme so viele Erfahrungsböpsel. Die sind ganz schnell gefüllt, denke ich. Ich habe hier für Schweine ein Gehege angelegt, damit ich die Schweineessenzen zusammenbekomme. Das kommt aber wieder weg. Das ist ja nicht schön da. Ui, ui, oh! Ich hoffe ja. Moment. Hätte ich fast vergessen, dass ich mich noch richtig kleiden muss. Und, ach ja, ich brauchte Schwanderl noch nicht mitnehmen, weil ich ja noch ein Nametag brauche. So, da muss ich. Tut, 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 tut.
Und was ich mir auch gedacht habe, ich könnte hier eigentlich immer runterspringen. Das geht viel schneller. Ich meine, es geht viel schneller, aber ich bin gerade doch erschrocken. Hallo Schweinchen. Du kriegst gleich Panik. Weil das Zombie-Schwein halt zu nah an dich rankommt. Ja, oha. Da hat es einen Drop hier zerlegt. Will ich das überhaupt? Was bringt mir das? Aha. Naja, wir nehmen es mal mit. Ilon, ja. Ilon brauche ich. Blazes. Und dann Wither Skeletons. Die Wither Skeletons, die werden lange dauern, schätze ich mal. Aber die Lohn sollte ich, die Blazes sollte ich eigentlich relativ zügig zusammen haben, weil da ja ein Spawner ist. Den müsste ich ein bisschen ausbauen, damit. Leute! Wisst ihr was? Bevor wir dieses Spielchen anfangen. Ganz normal. Ich glaube, man kann auch Ghast-Seeds machen, aber das kann ich nur über die Tränen machen, weil wie soll ich denn die Ghasts alle mit dem Schwert machen? Jetzt ist er zu weit weg, jetzt komme ich nicht mehr ran. Egal. Ja, wie ich die Ghasts. Moment. Ghast. Oh, was ist das? Achso, Spawneck, ja. Ja, macht Sinn. Naja, genau. Das geht sowieso nur über Ghasttiers, wie es au aussieht, irgendwie. Aha. Ja. Guten Tag, der Herr. Düt. Ey. Wie wär's denn Ohrwaschel aufsperren? Dann kriegst du mit, wenn Terry angerast kommt. Quarzdingenskirchen gibt es, glaube ich, auch noch. Es gibt bestimmt auch Quarz. Quar. Ja. Meter Quarz sieht's. Gibt fast alles. So, dann schauen wir doch mal. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal überhaupt kein einziges Wither Skeleton gesehen. Ich wollte noch ein paar Blöcke mitnehmen, damit ich das da drüben ausbauen kann. Ich könnte aber hier zum Beispiel Blöcke mitnehmen. Komme ich da wieder raus, wenn ich das so mache? So komme ich wieder raus. Sein. Ja. Es wäre natürlich mit Feuerresistenz gerade etwas schlauer. Egal, wir ziehen das so durch. Ziehen wir das so durch? Vielleicht ziehen wir es auch nicht so durch. Ich glaube, ich schaue mal nach da hinten. Ja. Psch, 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 psch. Ist da hinten? Da könnte auch nochmal ein Spawner sein. Ja, der ist doch viel besser. Ich merke gerade, da habe ich Looting drauf, oder? Nee. Ah, ich hatte auf einem anderen Looting drauf. Schade. Aua! Ich habe gerade Dinge erklärt, dass. Lass doch. Kinder, lass doch den Quatsch. Wir machen das jetzt erstmal so. So. Gut. Dann, da muss ich kurz niesen. Hey, nein, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, überhaupt gar nicht gut. Hier ganz dumme Dinge, das sehe ich schon.
Vielleicht sollte ich doch in Erwägung ziehen. Wartet mal. Ich glaube, ich schaue mich hier kurz um. Ich schaue mich hier kurz um. Ich sollte in Erwägung ziehen, doch vielleicht vorher einen Feuerresistenztrank zu machen und mitzunehmen für diese Aktion. Hier woanders spielen. Ich nehme jetzt hier ein paar Blöcke noch mit. Mal schauen, ob ich es vielleicht doch noch ein bisschen besser eingebaut bekomme, weil oben Deckel drauf wäre ganz praktisch, dass die nicht dauernd rausfliegen. Habt ihr es gehört? Alles. La, 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 la. Aber wenn ich habe, was ich will, komme ich wahrscheinlich doch nicht wieder. Also ich habe überlegt, ob ich die Festung ausbaue, aber ich glaube nicht, dass ich das tue. Weil ich einfach nicht wiederkommen werde, wenn ich habe, was ich will. Ich könnte eventuell. So wollte ich das nicht, aber egal. Okay. Ja. Aua! Voll reingelaufen. Weißt du was? Das, wir machen die jetzt auch zu, damit hier einfach ein bisschen mehr Ruhe ist. So und so gut. Und jetzt reden wir nochmal in Ruhe über die ganze Geschichte. Kommt mal hier runter. Oh, fast. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss das mit dem Feuerresistenztrank doch nochmal ein bisschen ernsthafter in Erwägung ziehen. Da hinten wäre ein Wither Skeleton. Das würde ich mir tatsächlich holen. Nicht gut. Ich weiß, dass da oben auch noch ein Schweinchen ist. Das möchte ich eigentlich nicht. So, dann kommt mal her. Hallo. Nein, nicht oben rum, nicht oben rum. Okay, nochmal kurz konzentrieren, wir schaffen das schon. So, hallo? Das brauche ich ja gerade alles. Alles auf einmal. Dankeschön. Würde ich sagen, wir machen hier mal zu. Ja. Nein. Oh, Schande. Geh weg. Warte, es kam. Oh. Was ich jetzt machen würde. Oh, das ist nicht dein Ernst. So. Was ich jetzt machen würde, ist, ich würde das hier kurz wegpacken und schauen, dass ich 4 fülle damit und auch von den Blazes 4 fülle, damit ich nicht irgendwie 5 von einem mache.
Ja, kommen Sie her. So, es ist brav. Das war aber gerade aufregend hier. Na? Das Blöde ist, dass da auch noch die Sau steht, die ich natürlich nicht treffen möchte. Stimmt, die Sau nicht mehr. Oh, jetzt ist er weg. Na. Leute, ich kann so nicht arbeiten. Ja, bitte, 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 dann machen wir es halt so. Der blöde Spawner ist aktiv, wenn ich hier stehe. Okay. Der ist auch aktiv. Das ist gerade eher nicht ganz so, wie ich das möchte. Okay, dann schauen wir hier mal, ob irgendwo was ist. Tatsächlich würde ich hier etwas abbauen, damit mehr spawnen kann. Hier wollte ich eigentlich nicht offen haben. Moment, können wir alles machen? Können wir alles machen? Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade unsicher, wie ich das machen soll. Wither Skeleton. Okay, also das packe ich hier rein, das packe ich hier rein. So, dann habe ich schon zwei Wither Skeleton. Die dürften alle noch. Genau. Okay. Ich schaffe das schon irgendwie. Dass hier nichts spawnt, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber vielleicht überlagert das Biom die Festung. Man weiß es nicht. Uha. Oh. Oh, schaut mal da unten, schaut mal, was da unten ist. Ein Dinosaurier, behaupte ich jetzt einfach mal. Da ist auch nichts. Da ist was, sehr schön. Ist das? Ja, ist das. Hallo, kommen Sie mal. Wo sind Sie? Der sollte jetzt hier nicht hochkommen, oder? Hallo. Okay. Jetzt hätten wir hier wieder eins angenudelt. Dann machen wir noch ein weiteres damit. Die Geräusche machen mich so fertig hier. Gut. Dann hätten wir vier als Wither Skeleton markiert. Ja, ich erinnere mich. Kann man das eigentlich auch noch anders machen? Mit Kohle? What? Mit Kohle? Okay. Wir machen das zu Hause mit Kohle. Das ist ja, wenn man uns das schon so einfach macht. Ja, ich verstehe. Kann man mit Kohle machen? Kohle habe ich genug. Aber wenn jetzt hier schon eins rumsteht, ein Wither Skelett, dann würde ich. Hallo? Wo ist es? Wo ist es denn hin? Also wenn es schon sich so freiwillig anbietet. Wenn es sich denn freiwillig anbietet. Wo ist es denn hin? Da. Ah. Hallo. Hallo. Weil, mal schauen, das sollte jetzt gefüllt werden. Das wird gleich mit einem gefüllt. Jetzt spare ich mir ein bisschen Kohle und ich möchte das ja eh machen. Bräuchte ich halt von den Blazers noch ein bisschen was. Weiß nicht, will ich wirklich zurückrennen, mir die Potion machen und dann wiederkommen oder versuche ich es einfach so? Vielleicht versuche ich es nochmal so.
zubauen. Ja, das Brennen ist nicht so schön. Aber das Zubauen ist praktisch. Damit sie hier nicht mehr rauskommen. So, ich habe nichts mehr zum Zubauen. Moment. Ich glaube, ich habe Feuerschutz drauf, oder? Fire Protection, ja. Das Fire Protection, da muss ich aufpassen. Das Fire Protection macht natürlich, dass ich hier nicht lange brenne. Das sind gleich zwei. Wisst ihr was, ich lasse die einmal schießen. Ja. Dann sind die fertig. Kommt mal runter. Komm mal her. Put. Wie sieht's denn aus? Ach, ich wollte die noch voll machen, damit die schon mal. Ja, ich verstehe. Blaze Rods, da habe ich auch erst 6. Also da wird mir nichts zurückbleiben, da werde ich die Blazers machen müssen. Kann ich hier einen Braustand machen? Ich habe keinen Kobbel, oder? Sonst würde es gehen. Ich hätte sogar Glas dabei. Glas! Ich glaube, ich werde so ein Zwischending machen aus Blaze Rods und getöteten Blazes. Wenn ich genügend Blaze, wenn ich hier ein bisschen was voll habe, so die Hälfte überall, dann werde ich den Rest mit Blaze Rods machen. Dann spare ich mir so ein bisschen das Ruhe hier. Ich kann die Blaze Rods, ich glaube, ich kann die Blaze Rods dann später machen. Ja, so war das. Genau. Ihr nervt nämlich gerade, Junge. Junge nervt mich. So, lass uns mal kurz schauen, ob wir noch ein Wither-Skelett finden. Einfach nur, weil hier brennt. Einfach nur, weil wegen. So. Schade, dass da kein Looting drauf ist. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier zu, weil die Schweinlein mich gerade ein bisschen nerven. Ich glaube, ich mache hier auch zu. So. Ich kann hier ganz für mich hier in Ruhe wurschen. So, kommt her. Put. Brav, Blazes. Put. Ja, schön runterkommen. So ist es fein. Schön runterkommen. Aua. So ist es nicht fein. Das machen wir nicht. Was ist der da rausgekommen? Oder ist der draußen gespawnt? Der ist wahrscheinlich draußen gespawnt. Oder? So. Das lassen wir mal. Das ist doch eine Unverschämtheit. Wirklich eine Unverschämtheit, dass die noch schießen können, obwohl sie schon tot sind. Ich kann das nicht. Ah, hier kommen sie raus. Alles klar. Moment. Na, komm. Put. Junge, ich kann das auch anders machen. Wenn du so gar nicht kooperieren willst, dann machen wir das anders. Zielwasser 0. So, dann machen wir das.
machen wir halt einfach von der anderen Seite zu. So. Nein. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Wie sieht's denn aus? Oh, die, oh, oh. Das lohnt sich fast gar nicht mehr, weil ich eventuell schon gleich fertig bin. Denn das habe ich fast voll. Dann darf nicht auf Name ganz viele Essenzen farmen. Nein, was die Essenzen. Aua! Was die Essenzen farmen darf. Aua! Wie viel kriege ich aus denen raus? Nee, halt. Die Hälfte. Das heißt, ich würde 8 Punkte rauskriegen, wenn man so will. Dann brauche ich noch ein bisschen. Dann hätte ich 2 voll und hier brauche ich... Ja. Hier. Put, 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 put. Nein, nicht rein. Pfui, aus. Oh, was ist was? Ich glaube, ich baue den eben ab. Nein! Ich glaube, ich baue den Spawner eben ab. Damit ich hier nicht immer noch von hinten beschossen werde. Dann ist hier jetzt erstmal Ruhe. Ich muss mir nicht darum Gedanken machen, ob ich hier mal kurz rausschauen darf. Außerdem brauche ich den Spawner später eh nicht mehr. Brauche ich den Spawner nicht mehr? Ich habe ja immer noch den hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht irgendwann eine Mod reinmache, wo man Spawner versetzen kann. Da habe ich im Moment ja noch nichts. So. Voll. Fast voll. Ah ja, die wird das Skelette gehen mit Kohle. Wenn ich das gewusst hätte. Wenn ich das gewusst hätte. An. So, weil ich denke, jetzt brauche ich nur noch einmal draufschlagen. Das macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Na? Hahaha. Ich glaube, das war Dornen. Dornen hat mich gerettet. Wie schaut's aus? Voll, voll. Die kann ich eigentlich tatsächlich auch schon wegpacken dann. So. Die kann ich auch wegpacken, weil ich die ja dann zu Hause fertig mache. Dann habe ich hier... Das habe ich voll über die Blaze Rods. Eigentlich habe ich es jetzt, aber ich werde trotzdem noch ein paar Blazes machen, damit ich ein paar mehr Blaze Rods schon mal habe. So. Oh, das war ein One-Shot. Das war nicht geplant. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Das war ein Versehen. Ich dachte nur, wenn ich die Arme ein bisschen anmudel, dass ich dann halt nicht öfter draufschlagen muss, sondern nur einmal und dann ist das alles ganz schnell erledigt. Kann ja keiner wissen, dass die so fragil sind. Ich glaube, wir nähern uns dem weniger dramatischen Ende. Das ist voll. Das kriege ich so gefüllt. Möchte ich vielleicht noch einen Einschwung? Möchte ich vielleicht noch. Einen Schwung hätte ich gern noch, bitte. Danke. Einmal schießen, bitte. Ja, danke schön. Ist hier was so Gutes? Gut, dass wir gehen nach Hause. Wir haben es hinter uns. Das kommt.
Finde den Fehler. Vielleicht fällt es euch auf. Ich habe den Dagger benutzt, der weniger bringt, anstatt den hier, den ich extra dafür gemacht habe. Hirn. Hirnar. Ich habe mir also mehr Arbeit gemacht. Obwohl ich mir vorher mehr Arbeit gemacht habe, um weniger Arbeit zu haben, habe ich mir jetzt mehr Arbeit gemacht, um weniger Arbeit zu haben und noch mehr Arbeit, obwohl ich schon weniger Arbeit hätte. Mein Kopf nicht angewachsen. Ich muss den Dagger zu Hause sofort rausnehmen. Ich dachte nämlich wahrscheinlich unbewusst so, ich habe den Dagger schon in mein Inventar gelegt, damit ich den benutzen kann und habe dann den benutzt. Luft. Ja, Iolit. Da habe ich ja schwarze Opal, da weiß ich aber nicht, ob der nicht irgendwo... Der fällt weit, der fällt weit, den nehmen wir nicht. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Macht erstmal andere Sachen. Ich weiß nicht warum, aber ich bilde mir ein, dass ich nochmal Glowstone brauche. Ich habe Glowstone zu Hause als Essenzpflanze. Ich bin gerade. Mein Hirn ist gerade in Urlaub gegangen. Irgendwohin, wo man nicht denken muss. Schön ist es da. Sehr schön ist es da. So, ich glaube, das kann ich tatsächlich alles wegräumen. Ja. Gut. Die Knochen, kann ich aus denen kann ich keine Essenzpflanzen machen, aber die brauche ich für Dinge. Kann ich die machen? Nee, ich kann nur was daraus machen. Ich kann die aber nicht selber machen. Schade. Wir brauchen doch noch einen Wither Skeleton Spawner. Die gibt es. Ich muss ihn nur finden. Ehrlich gesagt wäre eine Wüste gut. Ich habe bisher diese Bauwerke, wo es die Spawner drin gibt, immer in der Wüste gefunden. Ich weiß nicht, ob das speziell mit der Wüste verankert ist, also dass es immer in der Wüste zu finden ist. Oder ob es einfach Zufall war, dass das immer in der Wüste war. In der Wüstenwüste. Ja. Halt, ich nehme das auch mit. Muss ich jetzt meinen Bogen doch wieder rausnehmen? Das kriegen wir gelaufen, oder? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Wir sehen uns nicht. Oh, ich habe meine Level nicht zu Hause gelassen, oder? Oder habe ich 32 Level gerade bekommen? Ich glaube, ich habe die gerade bekommen. Ja. Ich frage mich, ob man diese Essenz-Container, die XP-Container... Ja, das ist... ob man die auch mit XP aus dem Obelisken füttern kann. Das wäre lustig, wäre es. So, du hast doch sicher was fallen lassen. Das wäre doch sehr praktisch für mich. Dann hätte ich schon mal eine Gasträne von... Wie vielen brauche ich? Nee, so. Viele. Okay, ich brauche viele. Okay. Okay. Das war irgendwie eine komische Begegnung. Das ist ein Dropbier. Ein Fallbier. Das ist wie ein Fallbeil, nur dass man wegen Besoffenheit fällt. Mein Hirn ist wirklich einfach gerade irgendwie so. Ich arbeite nicht mehr. Wir sind kurz vor Wochenende. Also die Aufnahme ist kurz vor Wochenende. Ihr werdet diese Aufnahme, ich glaube, an einem Dienstag sehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Wo will ich hin? Ich glaube, ich will da runter. Hui! Schwert zücken, falls es irgendwelche bösen Viecher gibt, die schon auf mich warten.
Also die Nachtsichtbrille, die ist schon echt genial, dass ich die gefunden habe. Ich dachte, das ist wahrscheinlich das, was ich als letztes finde, weil ich die am dringendsten haben möchte. Und Glück muss der Mensch haben. Gut, ich glaube, wir gehen gleich in den Essenzkeller weiter. Gar nicht, wovon ich müde bin. So, und dann kommen die da oben rein und das machen wir so und das hier so. Und dann packen wir die restlichen Sachen hier hin. Und dann. Achso, ja, dann brauche ich das. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Die Hose ziehen wir uns wieder an. Brauchte irgendwas mal dann mit Mending. Eigentlich die Hose mit Mending, weil die Schuhe möchte ich. Ist eigentlich egal. Jahan. Brauche ich hier. Die sind voll, voll, voll. Okay, dann möchte ich das hier noch voll bekommen. Da warten wir mal eben. Und nein, wir warten nicht. Wir holen uns so lange Kohle. Machen wir dann die Wither Skeleton Essenz, wenn da so, wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist. Und schon wieder vergessen, was ich eigentlich wollte, weil Kohle habe ich doch ein bisschen was. Achso, ja, verstehe ich. Glowstone kann weg. Netherbricks kann weg. Das kann weg. Dann kommt das rein, das rein. Das kommt da rein. Das muss ich noch umwandeln. Das kommt in den Essenzkeller. So. Und halt! Ich habe gesagt, ich muss den wegpacken. Den packen wir gleich so weg, dass ich nicht da drin den sehe und so, ah, den habe ich da reingelegt, den muss ich doch mitnehmen. Und dann nehme ich ihn wieder mit. Lasst mich kurz überlegen. Ich bräuchte hier die Dinger, bräuchte ich schön langsam. So, und jetzt brutzelt er die zu dem Staub um. Wenn ich mich nicht irre. Nein, immer noch. Was? What? Das sind. Versteht ihr? Das wird noch dauern. Ich hätte die Sachen natürlich da auch mit Silk Touch abbauen können. Dann hätte ich mir einen Brennvorgang sparen können. Aber dafür muss man mitdenken. Das kann man ja von mir nicht erwarten. So, aber die sind voll. Und dann machen wir die auch voll. Und was machen wir jetzt mit denen? Die blauen brauchen wir und eins davon. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Das Ploppen. Das ist so schön. Dann kann Nichtaufnahme-Terry so viel ernten von den Blaze Rods noch. Sehr schön. Und dafür brauchen wir. Oh Gott. Aber ich meine, es war klar, es war abzusehen, aber. Oh. Gut, dann holen wir uns davon auf. Vier. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Schaut mal hier jetzt mal auf. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Weil. Von dem braucht man so viel. Und ich habe immer so schön brav geerntet, dass ich da natürlich was habe. Das kommt natürlich sofort aufs Feld. Das machen wir jetzt erstmal hier hin. Wie sieht es hier aus? Aha, hier. Warum kommt hier eigentlich kein Samen raus? Das ist belastend, ich sag's euch. Hier kam auch noch kein Samen raus, Bildmann, oder? Doch. So. Oh.
Ich glaube, das geht nur in 10er Schritten hoch, also 0,10, 0,1er Schritten hoch so rum. Das heißt, ich brauche viel. Ich brauche viel Kohle. Aber gut, das läuft jetzt erstmal. Nam 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 nam. Tja, was machen wir denn so lange, wie das hier läuft? Ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt weggehen. Wir könnten hier ein paar Dias machen. Lalalala. Hallo Yoshi, der ist gerade ins Zimmer gekommen. Hallo Yoshi. Hi Bärchen, magst du Hallo sagen? Magst du Hallo sagen? Dann sag Hallo. Good boy. Ojo. Ojo, mein Pärchen. Was denn? Bist du unglücklich? Oh. Warum bist du denn unglücklich? Es ist zu warm. Heute ist es wirklich warm und der Hund mag kein warm. Lasst uns ein bisschen ernten in der Zeit. Oh, da ist ein Goldsamen. Ja, Goldsamen habe ich echt schon richtig viele. Redstone brauche ich natürlich auch viel. Wisst ihr, was wir machen können? Kann ich hier einfach alles reinpacken? Ich packe einfach mal alles rein. Sicher irgendwas raus aus meinem Inventar, was ich gebraucht hätte, aber. Was ist das? Dauert das lange. Ich werde viel Kohle brauchen. Ich werde viel Kohle brauchen, aber dafür muss ich keine Wither-Skelette machen. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte hier. Und das hier. Und dann. Dann habe ich ein Stack zu viel rausgenommen, sehe ich gerade. Oh, viel wird das ja gar nicht. Acht? Oh. Acht ist nicht viel. Denn ich brauche von der blauen Essenz, von der Imperium-Essenz, noch ein bisschen was für dieses Feld hier, wie ihr seht. Nur ein bisschen. Ich glaube, ich komme mit 8 nicht sehr weit. Machen wir halt ein bisschen mehr. Nein. Nicht du. Du gehörst da nicht dazu. Tut mir leid. Du bist was extra. Du bist besonders. Wären auch nur 16, ne? Immerhin. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich die anordnen will. Ich bin mit dem Wasser ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich glücklich. Ich denke, ich werde das Feld bei Gelegenheit noch mal ein bisschen umstrukturieren müssen. Apropos umstrukturieren müssen. Ich habe gesehen, dass ich hier die Felder. Ich habe ja zwischen den Wasserblöcken immer 8 Felder dazwischen, weil das das Maximum ist. Irgendwo hatte ich nur 7 und dann stand ich hinten an der Wand dann so: Wo habe ich mich verzählt, dass das jetzt nicht aufgeht? Und du bist voll. Sehr schön. Dann machen wir hier weiter. Ich brauche 80 Kohle für. Da bin ich doch richtig. Ich brauche 80 Kohle für eine Jar. Das ist natürlich eine Menge. Da reicht mir das. Das reicht mir da nicht. Da muss ich doch mal ein bisschen was nachholen. Und trotzdem möchte ich das tatsächlich einfach nur über die Kohle machen. Ich will jetzt keine über das Skelette machen müssen. Aber ich würde. Ich könnte diesen komischen Kopf schon mal machen. Was brauche ich dafür? Einen Knochenblock und Soul Dust. Habe ich alles.
ich alles? Kann ich machen? Halt, da habe ich was gesehen. Das möchte ich nicht. Das muss alles seine Ordnung haben. Genau, zielen. Ja. So, was wollte ich gerade machen? Knochenblöcke. Dann brauche ich Soul Dust und kein Solium Dust. Den mache ich gerade, den Soul Dust, oder? Ja. So. Und so. Und dann kommen da 4 raus. Dann hätte ich schon 4 Köpfe. Und da mache ich dann Witherköpfe draus und aus den Witherköpfen kann ich dann den Wither beschwören und hören. Ich brauche da aber noch Soulsand und den kann man sicher auch anbauen. Ich will einfach nicht nochmal in den Nether müssen. Ihr müsst das verstehen. Okay, okay. Und dafür brauche ich das. Ich brauche Netherwarze, Netherbricks, Netherbrick und Soulsand. Ich brauche 4 Soulsand. Moment. 4 Netherbricks. 4. Rechtsklick ernten. Muss ich dran denken. Das geht ja. 4 davon. Und was war es noch? Wo habe ich es denn? Ja, ich mach's darüber. Wir kriegen das schon. Soulsand, Netherbricks. Netherbricks war es, genau. Da hatte ich auch was. So. Und ja. Gut, dann habe ich das ja gleich. Dann kann ich dir auch schon anpflanzen. Das ist doch sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das muss wieder die richtige Ordnung, die... Moment. Nether. Seeds. Rack. Ich verstehe nicht, warum das genau so angeordnet sein muss, aber wirklich nur genau so. Okay, das ist einfach. Da brauche ich das Grün nicht. Habe ich hier schon mal die Hälfte? Sehr gut. Da habe ich 2. Das ist auch gut. Jetzt können wir gleich mal probieren, ob das hier... Nee, das hat keinen Einfluss darauf. Okay, macht nichts. Ich kriege so viel Erfahrung. Ich brauche die einfach nur im Inventar haben. Dann die Knochenblöcke. Will ich da noch mehr? Ja, weil ich die Nethersterne brauche, die ich dann später auch anpflanzen will. Ja, hört nicht hin. Ich weiß, ich bin wahnsinnig. Können die rein? Ja, die können rein. Und ich würde jetzt tatsächlich aber... Jetzt brauche ich nichts mehr braun. Jetzt habe ich schon alles da. Dann nicht. Die Dias, die gehören auf jeden Fall weggepackt. Ole, muss ich noch runtertragen? Nein, 3 Stacks, 2 Stacks. Na gut, dann nehmen wir 2 Stacks mit und gehen runter. Ist jetzt nicht das Aufregendste der Welt, was wir hier machen, aber dafür kommen wir richtig schön weiter. Oh, wow. Wenn dann immer der Brennstoff leer wird, dann kann das ja noch lange dauern. So, das könnten wir gleich machen. Moment. Wie viele habe ich denn noch? Ich mache da jetzt einfach noch mal ein paar und lass den Rest gut sein. Pack den dann weg. So. Ich beschließe, mehr brauche ich nicht. Dann packe ich die Samen hier weg. Dann habe ich hier unten nämlich wieder was frei. Moment. Wir lassen es. Ist okay. 1. Oh. Oh.
Die kommen dann gleich wieder drauf. Ping! Yeah, Nether Seeds! Wuhu, wuhu, wuhu! 3, 3, was? Und hier geht's weiter voran. Zum Glück braucht es nur 8 und nicht 10 Punkte. Sonst wird das hier sehr lange dauern. Ich gehe schon mal das eine, die eine Soldier hier hintragen. So. Kann sie nur um Stunden handeln. Eigentlich brennt hier noch was. Das heißt, es dürfte jetzt. Dürfte eigentlich. Es müsste jetzt eigentlich erstmal weiter brennen. Oder sehe ich das falsch? Es dürfte nicht so schnell leer werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht hört es auch einfach auf nachzufüllen, wenn es einmal voll ist. Ja, na, sieht so aus. Ja, das schiebt nichts mehr rein, oder? Es rutzelt aber auch nichts raus. Ha. Was haben wir hier? Die Soldier mit Wither Skelett. Was ist das hier? Block of Coal. Ich will hier nicht rumstehen und zuschauen. Ich will hier irgendwas machen. Ich will. Ja. Vielleicht sollte ich mal wieder schlafen. Ob man Phantom. Man kann Phantom. Man kann ganz bestimmt auch Phantom. Kann kein Phantom, keine Phantom-Essenz machen. Oh, warum das denn? Da haben wir aber eine Lücke. So. Ist da eigentlich schon was drin? Nö. Hab noch nichts gemacht, was Erfahrung bringt. So. Oder muss ich die in der Hotbar haben? Das weiß ich nicht. Das könnte natürlich sein. Ich bringe das jetzt mal weg. Ich packe das hier wieder rein. Ich will es nämlich nicht die ganze Zeit im Inventar haben. Und dann packen wir hier die Samen weg. Das brauche ich für unten, das brauche ich für unten, das brauche ich für unten. Das kann ich eigentlich erstmal wegpacken. Das dauert noch ein bisschen, oder? Ja, das packe ich mal oben rein. Das dauert noch, bis ich die machen kann, die Köpfe. So, gehen wir eben schlafen. Komisch, dass man keine Phantom-Samen, keine Phantom-Essenzen machen kann, weil die Phantomheit ist ja noch etwas, was man gebrauchen könnte. Moment. Vielleicht kann man das. Nee, man kann nur mit. Okay. Nee, man kann nicht. Kann man die Elytra noch mit. Moment, kann man die noch irgendwie anders. Okay. Okay, wurscht, dann ist es halt so. Ich werde eh keine Elytra anziehen. Erstens werde ich dann ja bald fliegen können. Apropos bald fliegen können. Apropos bald fliegen können. War das ein Table? Ja. Solium, Dust und Stone. Ich glaube nämlich, dass ich den Tisch noch nicht habe, oder? Da könnten wir uns jetzt nämlich gleich mal dran machen. Stone. Und für so ein Augment braucht man... wo haben wir es? Flight. Nochmal 3. 1, 2, 3. Denn wir könnten uns theoretisch an die Flugrüstung schon dran machen. Sobald ich jetzt an die Nether-Sterne komme, würde ich das dann nämlich tun. Dann können wir bald fliegen. Dann ist noch die Frage, sollen wir das wirklich so ausreizen in dem Maß?
Ah, jetzt wird schon wieder weggezwuzelt. Ich mach's noch nicht rein. Ich möchte, dass der Kohleblock so lange wie möglich da drin Feuer gibt. Und wenn ich den jetzt schon reinmache, dann habe ich hier so einen Moment, wo er nichts tut. Was wollte ich denn da? Wollte ich den Solium Dust? Nee, hier. Ich muss mir echt mal überlegen, wo ich hier vielleicht so eine Arbeits-, so eine Workstation noch hinmache, weil so wie es jetzt gerade ist, ist es nicht ganz. Mister! So nicht. Haben wir es gleich. Aber ich brauche noch mal einen Stack Kohle, werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Ebbe, jetzt habe ich da den Knochen mit. Pfui. Die Bisons machen mich auch jedes Mal nervös, wenn die da vorbeilaufen, weil ich mir denke, irgendwann denkt sich ein Sir, jetzt bist du zu nah am Zaun gewesen. Da ist gar nichts mehr drin. Was wollte ich gerade holen? Kohle. Kohle. Ich nehme lieber mal zwei Stacks mit. Ich vertraue dem ganzen Brat noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich noch mal einen Block. Ich meine, es sind zwei Zäune dazwischen, aber... Ich mag die Viecher nicht so. Oh, jetzt geht es ja auch schon wieder runter. Das hat ja nicht... Nein, es geht hoch. Ja? Kannst du nicht entscheiden? Ah, wir haben hier das gleich. Wir haben es gleich. Kurzstrecken. So. Also ich werde diese Pflanze dann anpflanzen. Das werdet ihr vielleicht nicht mehr sehen. Aber sie sieht halt aus wie die Pflanzen auch. Und macht auch nichts anderes. Wo habe ich denn? Ach ja, das Skelett. Also, ihr seht ja, das wird schon langsam. Passt mal auf. Ich würde euch gerne mal wieder scheren. Ja, und deshalb ist der Zaun auch 2 hoch, weil ich genau weiß, dass ihr mir hier dann raushöppelt. Ja. Ich bin ein Hirnwürstel, aber ich bin vor allem ein ängstliches Hirnwürstel und auf solche Sachen achte ich. So, mal schauen. Also wenn es jetzt hier drin landet, ihr seht ja, dann da komme ich nicht nah genug hin, um mir das holen zu können. Deshalb braucht es etwas mehr Wasser. Mehr Wasser. Dann schnippeln wir hier mal eben. Zack, zack, zack. So. Habt ihr nicht zu nah? Yay. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Dann, ich weiß ja, dann darf ich jetzt das Wasser auch gleich wieder wegmachen, weil sie ja sonst kein Fell kriegen, weil sie nichts fressen können. Eingelegt. Ja, man muss auch die kleinen Erfolge feiern. So. Sollen wir mal schauen, ob wir meine Tierrüstung schon in Rot hinbekommen? Ich hoffe, dass dann die Verzauberungen nicht runtergehen. Lasst uns das doch mal schauen. Also in Rot mit der Supremium Essenz. Ich muss jetzt alle Stufen durchgehen. Ich bin sehr unintelligent, weil ich weiß, dass ich dafür das hier brauche. Ich brauche Dias und Eisen. Deshalb darf ich jetzt wieder zurückrennen. Und ich brauche dann... Moment, ich brauche... 5, ich brauche von allem 10. Dann hole ich doch mal von allem 10.
Vielleicht hole ich auch ein bisschen mehr von allem, damit ich unten wieder was als Reserve habe, falls mir was ausgeht. 15, 16. Jetzt sind wir 15, 16. So. Ich glaube, dass ich von den Prosperity Shards mal wieder ein bisschen was farmen sollte. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man nicht anpflanzen kann und was ich jetzt nicht so gefarmt habe. Oh ja. Oh ja. Das geht mir jetzt tatsächlich aus. Ich glaube, da mache ich das jetzt erstmal so. Denn, pass mal auf, das war's jetzt. Mehr habe ich nicht mehr. Ich kann gar nicht alles machen. Oh nein. Aber das reicht mir erstmal. So, nicht zu viel davon machen. Ich bin da ja berüchtigt dafür, dass ich dann von allem einfach ein bisschen zu viel mache. Davon hätte ich zum Beispiel schon was gehabt. Eins zumindest. Das ist ein Anfang. Da darf wahrscheinlich noch mal was rein, oder? Da haben wir es jetzt gleich. So. So. Okay, das packe ich weg, das packe ich weg, das packe ich weg. 1, 2, 1, 2. Und dann kriege ich Rot halt noch. Warum kriege ich Rot noch nicht hin? Weil ich hiervon nicht genug habe, oder wie? Doch. Doch. So. Nee, so. So und so. Und dann war das doch so gedacht. Ich hoffe, dass die Verzauberungen drauf bleiben. Sie bleiben nicht drauf. Toll. Ich mache es jetzt trotzdem, weil irgendwann. Ich hätte eine neue Dia-Rüstung machen können. Wo halt dann von Haus aus keine Verzauberungen drauf sind. Denken ist. Da war nämlich auch schon Mending drauf. Also es war. Das war gerade. Das war nicht sehr intelligent, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht sehr intelligent. Da, 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 da. So, wie sieht's hier aus? Na. Hier brauchen wir noch. So, bitteschön. Das warten wir jetzt eben noch ab. Und die bringt plus 10. Was hätte die Dia-Rüstung normalerweise? Plus 8. 2 Armor Toughness, 3 Armor Toughness. Naja, gut. Voilà. Na gut. Ist schon eine gute Sache. So, fertig. Da brauche ich dann das, glaube ich. Zack und zack. Mann, waren wir heute fleißig. Aber wir waren sehr fleißig. Aber wir waren sehr fleißig. Das machen wir nämlich so. Ich habe nämlich, wie ihr wisst... Brauche ich ja noch einen schönen Screenshot. So. Dann, nein, wisst ihr was? Das kommt gleich hier hin. Aufs Powerfeld, weil die Nichtaufnahme-Terry dann ganz, die sofort gleich ganz, ganz furchtbar fleißig sein darf. Ja, habt ihr das auch geschafft? Ach, es ist doch so schön. Es ist so schön, wenn alles aufgeht. Die Rüstung verzaubern wir jetzt gleich noch. So. Schauen wir mal, was wir drauf kriegen. Protection ist nicht verkehrt. Unbreaking.
Wir drehen noch mal am Rad. Wir drehen noch mal am Rad. Dornen. Ich hätte tatsächlich gerne Dornen und Fire Protection. Nee, es ist auch noch nicht. Wir schaffen schon was. Unbreaking. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Es kann doch, da kann doch noch ein bisschen mehr drauf als nur die eine Verzauberung. Ah, ich habe keine Lapis-Dinger mehr. Keine Lapis-Böpsel. So, jetzt aber. Jetzt ist was Gutes drauf. Ja, genau so nehme ich das. Das ist so, so bist du brav. So will ich dich. Dann kommt da noch Mending drauf. Ich glaube, dass ich glaube, wenn ich das Augment drauf mache, dass es mir die Verzauberungen nicht runter macht. Da bin ich mir relativ sicher. Deshalb mache ich jetzt auch Mending gleich drauf. Sonst hätte ich mir das mit den Verzauberungen gerade eben richtig sparen können. So und so. Und wenn das nur 2 kostet, dann zahlen wir auch wirklich nur die 2. Dann sparen wir nämlich voll viel drauf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das packe ich hier mal hier rein. Irgendwas wollte ich. Ich wollte einen Stack Emeralds mitnehmen zum Kaufen, falls ich was Interessantes finde. Genau. Ja, schön. Oh. Wann sind die? Ah, beim Verzauberung runterschleifen, da habe ich das reinbekommen. Okay. Dann wünsche ich euch jetzt wie immer noch einen ganz wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.